Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmos und willkommen hier zu einem weiteren Video hier vom Kanal. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten zum Thema Skype auf der Xbox One bekommen und ich dachte mir, ich werde euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktionierte, wie das Ganze dort aussieht und welche Funktionen dort einem geboten werden. So, jetzt gehen wir mal direkt hier auf Skype. Ich habe hier schon meine Pins angepinnt und das Ganze müsst ihr euch nur kurz runterladen, wenn ihr die Xbox One das erste Mal startet. Dauert ca. 10 bis 30 Sekunden, also so lange hat es auf jeden Fall bei mir gedauert, geht sehr schnell, ist eine kleine Datei nur. Und mit RB und LB könnt ihr auch wie durch das Hauptmenü der Xbox One hier durchswitchen. Habt ihr dann eure Konversationen, hier rechts habt ihr eure Kontakte, wenn ihr unten auf die Punkte klickt, dann werden euch alle Kontakte angezeigt. Und mit B kommt dann wieder zurück. So, wir werden jetzt einfach mal den Alex anrufen und machen direkt einfach mal einen Videoanruf, würde ich sagen. So, ja, unten seht ihr mich auch schon. Hallo Leute. Es ist wirklich eine große Weitwinkelkamera. Man hat wirklich erstaunlich viel Platz, wie ihr seht. Also es ist wirklich der Hammer. Und jetzt lehnt er mich einfach ab. Jetzt hat er mich einfach abgelehnt. Das ist ja die absolute Frechheit. Rufen wir gleich nochmal an. So, sollte es aber hoffentlich mal klappen. Jetzt tut sich was. Du hast gerade, glaube ich, irgendwo falsch drauf gedrückt oder so. Kann das sein? Kann angehen, ja. Das kann angehen. Ja, wie ihr seht. Aber ich habe gesagt, Xbox annehmen und da hat er anscheinend abmelden verstanden. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt kommt man auf Leute, auf jeden Fall. Ihr seht da hier, Full HD ist wirklich gute Qualität. Also sieht wirklich gut aus. So, jetzt kann man natürlich hier das Menü aufrufen. Jetzt kann man hier, wenn man auf die Kamera geht, den Zoom deaktivieren. Das heißt, dass die nicht reinzoomt, die Kamera, wenn man am Quatschen ist. Dann bleibt die halt so standardmäßig groß, Weitwinkel und so. Dann kann man einmal aktivieren. Ich glaube, jetzt ist es aktiviert, oder? Nee? Ah, nee, da muss man irgendwie die Starttaste drücken, ne? Genau. Und dann hier oben auf die Pfeile. Jetzt sollte das Ding eigentlich da irgendwie reinzoomen. Wie war das nochmal? Überfragung pur. Ah, jetzt geht's. Was. Ah. So, warte, das hatte ich so. Ah, jetzt. Seht ihr, also wenn man redet, dann zoomt ihr da rein. Kannst du auch die Kamera so zusammenziehen irgendwie? Ja, warte. Ich muss den Controller weglegen. Ja, genau. Und wenn ich aufstehe, dann verfolgt die Kamera ein. Also das ist wirklich ganz nett gemacht. Also ich kann laufen, wie ich will. Und die Kamera verfolgt einen. Also das ist schon wirklich klasse gemacht hier. So, deaktivieren. Aber so ist besser, wenn das deaktiviert ist. Ja. Also finde ich um einiges besser. Und wie man sieht, ist halt wirklich unglaublich groß. Was kann man noch machen? Man kann auch Teilnehmer hinzufügen, genau. Aber das machen wir nicht. Das wollen wir den nicht gestört werden bei den Sachen, die man hier macht. Ja, genau. Ja, das war's schon, ne? Ich hab dich ja gerade unterbrochen, wobei ich nochmal unterbrochen, so zufällig. Ich hab gerade Dead Rising gezockt. Ach, ja, so ein Zufall, aber natürlich auch. Ja. Ja. Ja, Freunde, das ist Skype, funktioniert wirklich wunderbar. Natürlich kann man ja auch noch, genau, das hab ich vergessen, einfach so ins Menü noch gehen dabei und die Kamera läuft weiter. Wie ihr seht, der Alex ist immer noch so komisch am Bewegen. sobald ihr zum Beispiel in ein Spiel reingeht, wie zum Beispiel in Ghost. Kann der Alex mich immer noch hören, ne? Ja, aber nicht mehr sehen. Ja genau, die Kamera ist deaktiviert, aber ich meine, das ist ja nicht schlimm. Jetzt könnte ich ja wieder da rausgehen aus Ghost, wieder in Skype reingehen und schwupp bin ich wieder da. Oh Gott, was ist das denn? Also es funktioniert wirklich bestens und die Qualität ist natürlich um einiges besser als von der Xbox Live Party. Ja. Und was ich jedem empfehlen kann, ist, wenn ihr echt kein Headset habt, wie zum Beispiel Alex und ich, benutzt das Xbox One Headset, was dabei ist. Es ist noch bessere Tonqualität als die Kinect und es klingt einfach, ja, gut, voluminös. Es hört sich nicht so plastikmäßig an. Da kann ich jedem nur empfehlen. Also, lieber geht in Skype rein, anstatt in der Xbox Party. Funktioniert bestens. Kameras beim Spielen braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, man kann auch einfach so das Spiel starten. Hier kann man jetzt spielen nebenbei. Und ansonsten war's das. Soll ich noch eine Funktion zeigen? Ja. Xbox auflegen. Genau. Das funktioniert natürlich auch wunderbar. Die Sprachsteuerung funktioniert wirklich bestens.
Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt hier die Befehle sind, die ich sagen muss, wenn ich jetzt jemanden anrufen will. Auf jeden Fall fängst du natürlich wieder mit Xbox an, ist logisch. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, um euch hier mal einen kleinen Einblick in die Skype-App zu geben. Funktioniert einwandfrei. Man kann sie sogar parallel nutzen, während man noch am PC eingeloggt ist, bin ich nämlich gerade auch. Also geht alles bestens. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus, ciao, euer Palmas.